Digitalisierung und Vernetzung sind die zwei Trends in der Medizintechnik, auch hier auf der COMPAMED 2016. Mehr darüber erfahren wir jetzt auf dem IFAM-Gemeinschaftsstand in Halle 8a. Was können denn vernetzte Sensoren und Aktuatoren heute schon leisten? Sie können heute schon eine ganze Menge. Im Prinzip sind da keine Grenzen gesetzt. Es gibt eine ganze Menge Anwendungen schon. Aber durch die ganzen Beschränkungen aus den Regulierungen in der Medizintechnik werden die Hauptanwendungen im Moment im Sportbereich, im Fitnessbereich sein. Es gibt schon einige medizinische Anwendungen, die es geschafft haben. Aber die meisten probieren erst mal aus in dem Sport- und Fitnessbereich. Und wenn das funktioniert, ist dann der Übergang in den reinen Medizintechnikbereich relativ leicht. Welche Möglichkeiten bieten sich den Herstellern solcher Geräte hier auf dem IFAM-Gemeinschaftsstand? Hier auf dem Gemeinschaftsstand sehen Sie hauptsächlich die Komponentenhersteller und die Firmen, die sich mit den Herstellungstechnologien beschäftigen. Sie können also verschiedene Sachen sehen, wie Oberflächenbearbeitung für Implantate oder Wearables, den Einbau in Kleidung von solchen Sensoren und Aktoren. Frau Kallmeier, wo kommen heute schon am Körper getragene Sensoren zum Einsatz? Man kann mit den heute zur Verfügung stehenden Sensoren schon diverse physiologische Parameter messen. Puls ist natürlich das, was am häufigsten gemacht wird, aber auch Blutsauerstoffsättigung, Atemfrequenz sind sehr wichtige Parameter. Aber wir sehen auch einen Trend hin zu Bewegungsmonitoring und Haltungsmonitoring, was man auch über einfache Sensoren, die am Körper getragen werden, durchführen kann. Wie und wo lässt sich damit in Zukunft ein medizinisches Internet of Things aufbauen? Eigentlich verfügen alle Geräte, die entwickelt worden sind, über drahtlose Schnittstellen. Das heißt, die Daten gehen direkt an ein Endgerät wie das Mobiltelefon oder ein Tablet oder sie gehen sogar direkt in die Cloud und von da aus dann zu Ärzten, Physiotherapeuten oder auch Angehörigen, die Daten entsprechend nutzen können. Dr. Steinecker, what techniques are used today to integrate electronics into textiles? Well, we can use classical fully working electronic devices and attach them to the textile, for example by clipping. But we can also use the traditional textile production technologies such as knitting or weaving to integrate functional components into the textile. And what materials are used for this? In principle, we can use any material for the electronics. Later on, it depends on the area of application. So maybe we need a certain coating, protection or encapsulation of the electronic component. It really depends on the use. Are such electronics already suitable for everyday use? Yes, here on the fair, we see already several products for the monitoring of physiological parameters. And of course, it's also used today with electro-neurostimulation in rehabilitation. Mr. Lawrence, what problems are challenging in the care for dementia patients? I think the most important problem we are facing too is that right now we have a lot of devices and a lot of tools available which can detect the disease itself, so in a clinical stadium or during the rehabilitation. But what we are really aiming for is that we need to have some devices available which can detect dementia in a very, very early stage, even at human beings at the age of 50. Dr. Detert, how can we encounter these problems with the help of electronic devices? It's a very interesting question because we have two challenges, and the most important challenge will be precise measuring and depending on the behavior of the different patients. And the second will be tiny as you can, means miniaturization in every case, and so we have to realize hidden electronics, but more different to the common solutions at the market. And this will be a great task, what we have to do here. How do you imagine a system that can be used to care for dementia patients? What sensors or what devices would be included? So I think this depends on the patient itself. So it should be a sensor
which has a combination of several different sensors like blood pressure or even blood oxygen or even skin temperature. But I think you need a combination where you can activate individual sensors to detect the disease itself. This will be also the ideas that we have here from the impact of the electronic goods, no influence to the daily life quality. Yeah. And so we have also to obtain the individual signature of everybody who will wear the system. Mm-hmm. And this will be also one of the solutions where we are successful with this project. And how far away are we from realizing such a device? Our goal will be here inside the next 2 years to have a system with an early feasibility result with the first customers and users.